In der letzten Zeit sehen wir in Social Media immer ein Bild von einem Tesla Model Y Facelift. Das heißt brandneu, was jetzt Mitte des Jahres ja auf den Markt kommen soll. Aber ist dieses Bild möglicherweise sogar fake? Mein Name ist André von eFuel und ich würde sagen, wir gehen der Sache mal auf den Grund. Weil ich bekomme täglich noch 5 bis 10 Nachrichten und rechtfertige mich, warum dieses Bild fake ist. Von daher will ich das jetzt mal gebündelt in diesem Video reinpacken. Nach dem Intro geht's los. Zu Beginn direkt, ich freue mich natürlich auf das Juniper, auf das neue Model Y. Es wird, denke ich mal, vom Innenraum sehr gleich aussehen wie das Highland. Es sind kleine Spielereien, die sich verbessern, aber das Gesamtkonzept, auch wo Tesla hingeht, finde ich sehr, sehr geil. Ich werde ziemlich sicher dann auch umsteigen von meinem aktuellen Model Y auf das neue, damit ich auch einfach euch mitnehmen kann auf diese Reise. Vielleicht können wir wieder was umbauen und so weiter. Nun ist es natürlich so, dass in dieser Phase zwischen jetzt, also Januar, bis hin Mitte des Jahres immer mal wieder Trittbrettfahrer auftauchen oder Leute, die vielleicht gut mit KI unterwegs sind oder Photoshop und dann ja einfach um Aufmerksamkeit zu erzeugen, ein paar Bilder oder Videomaterial raushauen. Ich finde das immer interessant. Ich gucke es mir auch ultra gerne an. Diese Phasen machen ja auch irgendwie Spaß, weil man ist juckig, man freut sich, wenn Neuigkeiten rauskommen und so. Von daher verstehe ich das auch vollkommen. Aber hier müssen wir mal wirklich beim Start anfangen. Ich habe jetzt mal meinen Bildschirm geteilt und viele von euch wissen nämlich nicht, die Bilder, die ihr mir zuschickt, kommen eigentlich aus einem Video. Und das Ganze hat eigentlich so den Ursprung genommen auf dem Twitter-Kanal Jay-Z oder JC oder wie man es auch immer ausspricht. Und hier hat er nämlich geschrieben, Breaking leaked images of the refresh Model Y. Ja, haben alle gleich geguckt, wow, das kann ja nicht sein, das sieht echt aus wie in der Factory. Und tatsächlich hat er hier nur einen Screenshot gemacht, einmal von einem Model Y, was weiter hinten steht. Und vorrangig soll es eigentlich um dieses Fahrzeug gehen. Und ich habe das Ganze mir mal genau angeschaut. Ihr seht hier in diesem Screenshot nämlich einen TikTok-Kanal genannt. Das hier ist TikTok. Einen TikTok-Kanal genannt, der nennt sich T9 Tesla. Also das ist das chinesische Zeichen, die Schrift für Tesla. Und da bin ich direkt mal auf TikTok gegangen und schwupps kam ich dann hier raus auf dem Kanal. Und ja, nach kurzem Anschauen wurde mir eigentlich schon klar, was hier abgeht. Ich mache mal eins an. Und da seht ihr nämlich, das ist eigentlich ein Zulieferer oder ein Aftermarket-Producer für Tesla-Zubehör. Guckt euch mal die Lenkräder an, das ist Wahnsinn, oder? Chinesen bauen einfach alles nach, das ist echt sick. Das Video ist hier auf dem Kanal auch schon gelöscht worden. Das heißt, vielleicht wurde mal eine Welle gemacht, vielleicht wurde ein bisschen Aufregung erzeugt, weil hier dieses D, seht ihr das T9, besser gesagt, dieses T9 seht ihr genau auch, wenn ihr reinzoomt, hier drinne. Das, vielleicht ist die Qualität gerade echt bescheiden, verzeiht mir auf jeden Fall, aber man muss wirklich mal hinter die Kulissen schauen und nicht alles für ernst nehmen, wenn was im Internet publiziert wird, deswegen immer hinterfragen, Leute, das ist ganz wichtig und dafür bin ich auch da, um euch da einfach wieder auf den Weg der Besinnung zu führen. T9, hier seht das gleiche, das heißt, im Endeffekt hat dieser Aftermarket-Produzent einen strategisch geilen Schachzug gemacht im Marketing-Business. Er hat im Prinzip ja Welle erzeugt durch Fake. Ganz einfach Fake. Das ist aber erst der Anfang. Wir gucken uns jetzt nämlich mal die Bilder an, die er uns da publiziert hat. Und zwar ist das ein Bild, ist das hier. Erster Blick direkt, oh ja, das ist definitiv ein Model Y Highland. Hier steht sogar in Schriftzug, das blende ich euch vielleicht gleich nochmal größer ein, das Model Y. Also hier oben, das heißt Tesla, dieses chinesische, und darunter steht Model Y. Und da denkst du dir, okay, oh, der ist ja hoch, oh, das sieht echt brutal aus und könnte ein Juniper sein. Ist es aber nicht. Warum? Ich habe das Bild mal ein bisschen bearbeitet, das sieht jetzt ultra pixelig aus. Vielleicht mache ich euch einfach mal Screenshots dann rein, müssen wir mal gucken, wie wir es besser machen. Auf jeden Fall könnt ihr auch selber mal schauen. Achtet auf diesen Bereich hier. Dieser Bereich ist ganz entscheidend. Warum? Das beschreibt im Prinzip den Übergang von der Kofferraumklappe zum Chassis, zum Dach. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist hier so weit hinten, das kann nur bei Model 3 sein. Warum? Hier seht ihr auch in dieser, normalerweise müsste hier eine Linie sein. Das heißt, ihr wisst selber, bei Model Y geht ein Teil der Heckscheibe mit hoch. Das ist integriert in der Kofferraumklappe. Bei Model 3 ist das nicht so, die bleibt vollflächig unten.
als Beweis zeige ich euch direkt mal, springe ich mal mein aktuellstes YouTube-Video vom Highland. Seht ihr hier eine vollflächige Scheibe, wie wir es im Prinzip jetzt hier auch haben in dem Fake-Bild. Und wir haben hier natürlich sehr nah weit hinten diese Abrisskante, also diesen Übergang. Und das ist genau in dem Fake-Bild auch so. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal in Paint reingehe, ist die genau hier. So, das ist viel zu weit hinten. Das normal hat das Model Y die Kante hier ungefähr. Also deutlich weiter hinten bedeutet, das seht ihr schon auf ersten Blick. Und hier ist auch die vollflächige Scheibe. Das heißt, wir haben hier in dem Fake-Bild gar keine Trennung. Das spricht schon mal klar dafür, dass Model 3 ist. Die Felgen, guckt euch die Felgen hier an und guckt euch die Felgen an von dem hier. Die sind identisch. Also auch hier. Tönung, wir gucken hier in dem Bereich mal rein. Die Tönung des Fahrzeugs ist nicht vorhanden. Ihr wisst selber, dass Model Y hinten immer getönt hat. Das sehen wir hier auch. Hier sehen wir sogar diesen klassischen Übergang zwischen getönter Scheibe und nicht getönter Scheibe bei Model 3. Hat wohl angeblich rechtliche Gründe in den USA. Das heißt, auch wenn wir jetzt hier nochmal zurückspringen in mein Dings, das passt so eins zu eins aufs Bild drauf. Von daher, guckt mal jetzt die Perspektive zum Beispiel an. Der Fotograf hat einfach wirklich eine super Optik einfach auch gewählt, das Foto aufzunehmen. Hier könnte man auch, wenn man mal mich wegdenkt so ein bisschen, könnte man auch denken, oh, das Model Y sieht so hoch aus. Ja, die Model 3s vom Werk sind alle hoch. Also, das sieht aus wie ein Bus, muss man echt so sagen. Gibt nicht ohne Grund diesen wirklich riesen Markt hier jetzt auch bei Reifenräder mit den Tieferlegungsmöglichkeiten. Von daher hat sich das dadurch alleine schon geklärt. Versteht ihr, was ich meine? Und was mir auch aufgefallen ist, wenn wir nochmal auf das Fake-Bild gehen, das sehen wir hier oben Tesla stehen und hier drüben Model Y. In China ist es immer so, dass links zwar Tesla steht in Chinesisch, aber rechts dann das Modell. Da steht nämlich dann das Model Y. Das heißt, irgendwie hätte Tesla es hier komplett falsch aufgeklebt. Das würde gar nicht ins Bild passen. Von daher spricht das auch dagegen. Und wenn wir jetzt hier uns mal in Europa das anschauen, haben wir zum Beispiel immer hier den Motorantrieb stehen, das heißt Dual-Motor oder mit dem Strich dann drunter noch für Performance. Und die SR-Modelle dürften da eigentlich sogar gar nichts stehen haben. Von daher ist dieses Bild einfach sowas von fake. Und natürlich ist es geil, um Aufmerksamkeit zu erzeugen für diesen Shop oder für dieses TikTok einfach. Aber weiß nicht, ob das in der Sache ist, Leute, ganz ehrlich. Und deswegen guckt euch das genau an, hinterfragt es, ist ganz wichtig. Auf den ersten Blick ja, aber wenn man genau hinschaut, sieht man dann wirklich, dass das ein Model 3 ist, wo einfach hier entweder Model Y Badge aufgeklebt wurde, gibt es in China zu Tonnen zu kaufen, das organisiere ich euch direkt, das ist kein Problem. Oder es ist einfach mit Photoshop gemacht. Aber von den Spezifikationen, von den Äußerlichkeiten ist dieses Fahrzeug definitiv kein Juniper, kein Model Y, muss man echt so sagen. Deswegen, Leute, achtet da bitte drauf. Und dann, ja, denke ich mal, konnte ich euch jetzt helfen. Und die Flut der Nachrichten wird jetzt auch weniger. Hier sieht man nochmal, Model Y steht da. Und das ist 100% entweder draufgeklebt oder Photoshop. Das ist nicht real. Absolut nicht, Leute. Von daher, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen helfen. 8 Minuten, kurzes, knackiges Video, dass ihr Bescheid wisst. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ciao.